Aha. Einen schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich entschuldige mich für meine Pünktlichkeit, muss ich fast sagen. Und auch eine Entschuldigung an die Kollegen, die heute Morgen schon so nett auf mich gewartet haben, aber von mir noch nichts gekriegt haben. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben heute getagt als Vorstand, nachdem wir uns gestern einmal erlaubt haben, freizunehmen, nach diesem tollen Wahlabend, für uns tollen Wahlabend und wirklich großartigen Ergebnis. Wir haben das auch heute so im Vorstand befunden und besprochen, dass es ein wirklich sehr gelungener Wahlkampf war. Ich persönlich bin der Meinung, dass es eine ganz großartige Gesamtleistung der gesamten Organisation ist, eine so konzentrierte, aber auch optimistische und positive Kampagne zu fahren, die auch Bereitschaft zeigt, heiße Eisen anzusprechen, weil das ist ja ein bisschen das Thema auch gewesen, dass wir ja auch den unbequemen Weg bisweilen gehen und das ansprechen, was aber dringend nötig ist zu tun in Österreich, statt immer nur sozusagen auf der populistischen Ebene dahin zu schwimmen, sprechen wir tatsächlich die heißen Eisen auch an, die gemacht gehören. Ich bin also sehr dankbar und wir als Vorstand sind sehr dankbar und haben diese Dankbarkeit auch in den Mittelpunkt gestellt der Sitzung. Es war gar keine leichte Situation, weil wie Sie wissen, hat sich das ja alles ein bisschen, konstruierterweise zugespitzt auf einen Zweikampf. Manche wollten sogar einen Dreikampf daraus inszenieren. Und das sind klassische Situationen, in die, und man kann das ja in anderen Ländern Europas sehen, gerade liberale Mitteparteien, die eben nicht populistisch und krachmachend unterwegs sind, oft dann unter die Räder geraten. Und wir haben gezeigt, dass wir das nicht tun, dass wir mehr oder weniger überall zulegen konnten. Jetzt müssen wir natürlich noch warten auf das endgültige Wahlergebnis, aber es schaut ja auch danach aus, dass wir 3 Mandate zulegen auf 18 Mandate mit einem wirklich tollen Zuwachs, gerade auch in Tirol beispielsweise, mit der Verteidigung des Grundmandats in Vorarlberg, was, glaube ich, ganz viele angezweifelt haben, aber das haben wir toll gemacht, mit über 11% in Wien, ein wirklich tolles Ergebnis, aber auch mit über 12% beispielsweise in Graz, also wirklich durch die Bank tolle Ergebnisse. Und was mich auch freut, weil viel geschrieben wurde von der Polarisierung unseres Landes, dass es bei uns nicht wie bei anderen Parteien so ein massives Stadt-Land-Gefälle gibt. Das heißt, dass wir sehen, wir sprechen eigentlich eine Breite an Menschen an, und zwar überall in allen Regionen Österreichs, weil auch, und davon bin ich überzeugt, der Reformdruck in allen Gegenden Österreichs gleich hoch ist und der Wille zur Veränderung. Denn klar ist auch, ich habe es am Sonntag auch gesagt, dieses Wahlergebnis ist eindeutig ein Denkzettel an alle, die glauben, man kann einfach so weitermachen wie bisher. Natürlich an diese Regierung, auch von ÖVP und Grüne, aber meines Erachtens nicht nur. Dieses jahrzehntelang einfach an der Macht sein und vielleicht an kleinen Schräubchen drehen, aber nicht bereit zu sein, wirklich strukturelle auch Antworten zu geben auf dringend nötige Fragen, die aber da sind, die Teuerung, die Frage, kann ich mir etwas aufbauen, habe ich überhaupt die Chance auf ein gelungenes und selbstbestimmtes Leben, wie geht es der Wirtschaft, haben alle Kinder alle Chancen und natürlich auch das Migrations- und Integrationsthema. Ich glaube, das ist völlig klar gewesen, dass das ein Auftrag ist für eben kein Weiter wie bisher, sondern für eine wirklich mutige Veränderung. Ich leite aus dem Wahlergebnis für uns ab, dass wir bestärkt wurden, in unserer Aufgabe Reformen zu bringen. Das haben wir versprochen. Das ist unsere Aufgabe, auch strukturelle Reformen jetzt zu verhandeln und auf den Tisch zu bringen, die aber nötig sind für die, den anderen Parteien, insbesondere ÖVP und SPÖ, aber natürlich auch der FPÖ, der Mut gefehlt hat, über die letzten Jahrzehnte wirklich auch strukturelle Fragen zu stellen, die es dann ermöglichen, einerseits das Budget zu sanieren und andererseits aber den Spielraum zu schaffen für steuerliche Erleichterungen, weil die eben auch dringend nötig sind. Die Steuerlast ist einfach zu hoch und ich glaube, das ist mittlerweile auch völlig klar, dass das ein entsprechendes Votum auch der Österreicherinnen und Österreicher am Sonntag war. Was heißt das jetzt?
Das heißt zunächst einmal, dass ich auch schon eine Mail geschrieben habe an alle anderen Parteichefs, weil ich in Gespräche treten möchte mit allen Parteien, das heißt explizit auch mit den Grünen und der FPÖ. Warum möchte ich das tun? Weil erstens einmal mein Verständnis von Parlamentarismus ist und gerade von solchen schwierigen Situationen, in denen wir sind, dass wir möglichst viele Menschen an Bord holen und auch viele Parteien an Bord holen bei diesem großen Vorhaben der Reformen. Aber vor allem auch deswegen, weil wir für viele Vorhaben tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit benötigen werden. Weil mir klar ist, dass strukturelle Reformen in weiten Teilen auch nur dann wirklich vollumfänglich gelingen können, wenn wir auch eine entsprechende Verfassungsmehrheit zustande bringen. Und dann nehme ich auch die FPÖ beim Wort, die ja auch Veränderung verspricht, Veränderung will, gerne ruft, wir werden ausgegrenzt. Ich werde denen tief in die Augen schauen und sagen, wie ernst nimmst du es jetzt mit der Veränderung und wo ist denn der Weg, den wir auch da gemeinsam gehen können in einem Parlament? Also Gespräche mit allen anderen Parteien. Mein Angebot steht, ich habe auch schon entsprechende Mails ausgeschickt und bin da auch bereit, raschest in Termine zu gehen und einmal auszuloten, wo die großen Reformvorhaben bei den anderen sind und was man sich vielleicht gemeinsam vorstellen kann. Darüber hinaus möchte ich aber auch weiter mit den Bürgerinnen und Bürgern reden, weil es ist irgendwie eine österreichische Unart, dass man irgendwie vor der Wahl viel unterwegs ist, dann ist der Wahltag geschlagen und dann ist man nur noch bei Funktionären und in irgendwelchen Hinterzimmern und auf irgendwelchen Tischen, weil es ist ganz offensichtlich, dass die Menschen Veränderung wollen. Das Wahlergebnis ist jetzt da und jetzt möchte ich aber den Dialog ganz aktiv mit allen Bürgerinnen und Bürgern führen. Ich werde weiter oder wieder durch Österreich touren und sagen, was heißt das jetzt für euch? Was erwartet ihr von einer nächsten Koalition? Welche Reformen müssen eurer Meinung nach wirklich geliefert werden? Weil ich glaube, dass das wichtig ist. Es geht ja nicht darum, was Parteien wollen oder was Parteichefs wollen, sondern es geht darum, was die Menschen sich auch erwarten. Und diesen Dialog möchte ich in den nächsten Wochen fortführen. Was heißt das außerdem weiter? Wir haben am Donnerstag unsere Sitzung des erweiterten Vorstands, also wir haben heute Vorstandssitzung gehabt, am Donnerstag dann das größere Gremium mit 10 direkt gewählten Mitgliedern und den Landessprecherinnen und Landessprechern, der sogenannte erweiterte Vorstand. Und wir werden als Vorstand mit einem Vorschlag für ein Steuerungsteam, das ist wahrscheinlich, würden Sie sagen, Sondierungsteam, auch hineingehen, weil wir auch gleichzeitig sagen, ja, wir sind auch bereit, Sondierungsgespräche zu führen, entsprechend dann auch zu schauen, dass man wirklich auch eine Reformkoalition auf den Boden bringt. Aber wir reden hier über Reformen, das ist unsere Aufgabe. Aber diesen Vorschlag dieses Teams werde ich am Donnerstag machen. Mein Fazit ist noch einmal, unsere Aufgabe ist es, Reformen zu bringen. Ich möchte diese Gespräche jetzt führen und ich bin bereit auch zu sondieren, aber es geht immer um Reformen. Es geht nicht um Posten, es geht nicht um Koalitionen, sondern für uns stehen die Reformen im Mittelpunkt und das möchte ich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern besprechen, welche Reformen am drängendsten sind, wo sie sich auch eine klare Veränderung erwarten, weil ich glaube, das ist unsere Aufgabe, wir sind kein Selbstzweck, sondern das ist unsere Aufgabe, das auch in den nächsten Wochen zu bringen. Dankeschön. Jetzt habe auch ich ein Mikro und wir haben ein Mikro für Fragen. Einmal fangen wir gleich hier an, dann muss die Kollegin nicht so viel laufen. Frau Mainreisinger, Sie haben ja auch während des Wahlkampfs schon in verschiedenen Reformgruppen Dinge ausgearbeitet, inwieweit werden die einfließen und haben Sie schon, also werden Sie erst am Donnerstag dieses Sondierungsteam präsentieren? Ja, aus Respekt auch gegenüber dem erweiterten Vorstand, weil der das bei uns auch beschließt, diese Steuerungsgruppe. Also ich glaube, die Sitzung ist anberaumt bis 21 Uhr, also vielleicht hören Sie von mir am Freitag oder ich weiß nicht, wie wir das, der Douglas Heuers, dem schaue ich auch in die Augen, unser Generalsekretär. Wir werden uns was einfallen lassen, dass ihr dann ASAP Bescheid bekommt. Aber das wollen wir eben am Donnerstag besprechen. Es ist aber auch keine große Überraschung. Zu der Frage der Reformgruppen, natürlich nehme ich das mit hinein. Weil da sind wir ja wirklich zusammengesessen, auch mit vielen Expertinnen und Experten in den Bereichen Bildung, beim Bereich Entlastung oder halt Spielraum schaffen,
für Entlastungen, gerade auch mit Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforschern, die da auch sehr genau geschaut haben aufs Budget. Ja, wir brauchen zuerst einen Kassasturz, das ist mir völlig klar, aber trotzdem, wo denn die Effizienzpotenziale sind, mit Rechnungshofberichten etc. und letztlich auch mit dieser Reformgruppe Transparenz, Antikorruption, natürlich gehe ich mit diesen Vorschlägen, die wir ja aber auch schon präsentiert haben, entsprechend auch in die Gespräche hinein, weil das ja auch schon sehr konkret ist und vielleicht sage ich das auch, teilweise ja auch schon so diskutiert wurde, dass wir gesagt haben, was wäre denn möglich mit einer Zweidrittelmehrheit und was wäre möglich, wenn man keine Zweidrittelmehrheit hat, also was ist auch einfach gesetzlich möglich, weil mir ist sehr wohl bewusst, dass wir schon auch schauen müssen, was ist realistisch machbar, aber noch einmal, ich bleibe dabei, wir brauchen Reformen und das ist auch das, was ich in den nächsten Wochen tatsächlich, wo ich den Druck machen möchte. Eine Frage da vorne und dann. Ich hätte drei kurze Fragen und zwar, Sie haben selbst schon Mails geschrieben an alle Parteien. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie auch schon von diversen Parteien vielleicht einen Anruf bekommen, wo man gesagt hat, man würde sich gern zusammensetzen und auch mit Ihnen sprechen? Dann, wenn Sie in eine Regierung kommen sollten, dann wäre das ja nur möglich in einer Dreierkoalition. Womit wären Sie zufrieden als Parteichefin? Also was muss dann für eine Reform auf jeden Fall kommen? Ist es eine Steuerreform, Pensionsreform, ist es ein Ministerinnenplatz? Und Karl Nehammer hat heute gesagt, er fände es richtig, dass Kickl einen Regierungsauftrag, so einen Sondierungsauftrag bekommt. Wie sehen Sie das? Also gut, ich fange mit der letzten Frage vielleicht zuerst an. Ich bin nicht in der Position, dem Bundespräsidenten irgendetwas auszurichten. Ich glaube, das wird er am besten wissen und ich finde, das ist auch ein Respekt vor dem Amt, dass wir da eine Zurufe tätigen. Aber ich frage mich schon, was den Herrn Kickl hindert, Gespräche zu führen und zu schauen, ob er eine Regierungsmehrheit zustande bringt. Er braucht ja keinen Auftrag dafür. Also insofern müsste er ja als selbstbewusster Parteichef, der sich da gerne hinstellt und sagt, ich werde ausgegrenzt, jetzt den Schritt tun, auf die anderen Parteien zugehen und sagen, okay, Herr Kickl soll einmal zeigen, was er zusammenbringt. Ja? Also dazu braucht er ja auch keinen Auftrag. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir alle miteinander Gespräche in der letzten Zeit, in den nächsten Tagen und Wochen auch führen werden. Telefoniert habe ich jetzt in dem Sinn noch nicht und Zeit für Mails hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich habe mir gedacht, ich mache einmal diese erste Gesprächsrunde, das Angebot, auch weil es mir darum bewusst geht, das jetzt nicht auf einer Sondierungsebene zu machen, sondern durchaus auch auf einer parlamentarischen Ebene mit dem Fokus Reformen und Zweidrittelmehrheit. Weil ich eben auch immer im Parlament die Hand reiche, immer der Meinung bin, dass Zusammenarbeit wichtig ist. Und da arbeiten wir mit allen zusammen, auch mit der FPÖ auf parlamentarischer Ebene. Und ja, für etwaige Zweidrittelmehrheiten, gerade wenn es um Reformen geht, ist das ja auch notwendig. Und zu der Frage, schauen Sie, ich gehe nicht in Sondierungen hinein mit dem Vorsatz, irgendein Amterl oder einen Posten zu kriegen. Das interessiert mich nicht, dazu gibt es uns nicht. Uns gibt es, um Reformen zu bringen. Das heißt, ich führe jetzt Gespräche für Reformen. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir so nicht weitermachen können. Ich hoffe, ÖVP und SPÖ haben das verstanden. Und ich hoffe auch, die FPÖ hat noch einen Funken Konstruktivität in sich und nicht nur krachmachenden Populismus. Wir haben alle eine Verantwortung für die Menschen, wir haben alle eine Verantwortung für unsere Republik und diese Verantwortung mit Sonntag bedeutet, Reformen zu bringen, weil wir so nicht weitermachen können. Und das ist meine Aufgabe in den nächsten Wochen, zu schauen, dass wir möglichst viel Druck machen für Reformen. Und alles andere steht jetzt überhaupt nicht zur Diskussion. Danke, wir hatten hier noch eine Frage und dann da drüben. Also erstens mal nur zur Vollständigkeit halber, wie halten Sie Neos bei der Wahl des Nationalratspräsidenten? Und zweitens zum Thema Reformen wollte ich noch fragen, weil also gesetztenfalls Rot, Schwarz und Neos finden eine gemeinsame Basis. Reform ist ja nicht, gibt ja nicht eine Möglichkeit, sondern das Problem, dass ja viele Reformen vielleicht auch in der Vergangenheit zwischen diesen beiden Parteien verhindert hat, waren divergierende Interessen dieser beiden Parteien, gerade jetzt im wirtschaftspolitischen, steuerpolitischen Hinsicht oder auch bildungspolitischer Hinsicht, muss man auch sagen. Welche Rolle können die Neos spielen, beziehungsweise wie können sie oder drohen die Neos vielleicht auch zwischen diesen beiden doch sehr divergierenden Interessen dieser Parteien da auch ein bisschen zerrieben zu werden?
Also ich beginne vielleicht auch mit Letzteren. Nein, gar nicht. Ich habe da auch keine Sorge, weil wir haben eine ganz klare Haltung und Positionierung. Und wenn Sie mich fragen, welche Reformen ich möchte, dann habe ich die über die letzten Wochen am Tisch gelegt. Und für mich gilt das Gleiche, was ich vor der Wahl gesagt habe, auch nach der Wahl. Ich kämpfe für die beste Bildung. Ich bin der Meinung, dass wir bei Schulen und Kindergärten die wirklich modernisieren müssen, dass es mehr Schulautonomie braucht, einen Fokus auf elementare Bildung, mehr Ganztagesbetreuung und vor allem diesen Fokus auf zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen. Halte ich im Übrigen auch nicht für zu ideologisch, diese Fragen. Aber ja, die Trennung mit 10, auch hier haben wir einen Kompromissvorschlag gemacht entsprechend. Ansonsten, weil Sie mich steuerpolitisch und wirtschaftspolitisch gefragt haben, nun, ich würde mal meinen, dass der Mitte-Kurs oder wenn Sie so wollen, auch ein Mitte-Rechtskurs am Sonntag deutlich gestärkt wurde und jedenfalls nicht das Eintreten für Vermögensteuern, die in der jetzigen wirtschaftlichen Situation auch nicht sinnvoll sind. Punkt. Ende. Ah, der Nationalratspräsident. Jawohl. Abgesehen davon, ich habe, wenn Sie sich erinnern, schon im Duell mit meinem Herrn Kollegen Babler ihm gesagt, dass das nicht kommen wird, diese Vermögensteuern, wie er sich das vorstellt. Und ich hätte jetzt auch die letzten Tage so verstanden, dass klar ist, wir können uns das nicht leisten. Die Wirtschaft liegt am Boden, wir sind in einer Rezession, wir brauchen jetzt Investitionen nach Österreich und dieser Kurs ist nicht gerade gestärkt worden. Insofern, glaube ich, sehe ich da einen klaren Fahrplan, auch was die Erleichterungen für die Wirtschaft angeht und eine Entlastung der Menschen. Die Steuerlast ist zu hoch, dabei bleibe ich auch. Zum Nationalratspräsidenten. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder darauf gepocht, und zwar bei jeder Wahl, dass das eine Person ist, die untadelig ist. Wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, was passiert, wenn eine Person Nationalratspräsident ist, deren sozusagen Untadeligkeit vielleicht auch ein gewisses Maß in Zweifel gezogen werden kann, dass das problematisch ist. Aber untadelig, eine Person, die bereit ist zu einem gerüttelten Maß an Überparteilichkeit, eine Erfahrung hat im Parlamentarismus. Wenn Sie sich daran erinnern, haben wir uns auch ganz entschieden dagegen gewehrt, vor ein paar Jahren, dass Elisabeth Köstinger kurzzeitig Nationalratspräsidentin als Zwischenparkstation wurde, weil das einfach eine Respektlosigkeit gegenüber dem Parlament ist und dass man einfach eine gewisse Erfahrung braucht. Aber vor allem auch eine Person, die für Parlamentarismus im Allgemeinen und Demokratie eintritt. Das heißt, die staatspolitische Verantwortung gegenüber einer parteipolitischen Agitation in den Vordergrund stellt. So, jetzt gibt es diese Courtoisie, dass eben die stimmenstärkste Partei den Präsidenten oder die Präsidentin stellt. Das ist aber kein Automatismus. Und ich denke, es ist jetzt hier auch einmal die FPÖ am Zug, eine Person zu präsentieren, die sie nominieren würde für dieses Amt. Wie gesagt, unsere Voraussetzungen sind klar, Untadeligkeit, Überparteilichkeit, ein klares Eintreten für Parlamentarismus und Demokratie und keine parteipolitische Agitation vom Präsidiumssitz aus. Und was wir auch in den vergangenen Jahren immer so gehandhabt haben, werden wir auch wieder tun. Der Club hat sich ja noch nicht konstituiert. Wir haben morgen eine erste Sitzung, aber wir werden das natürlich erst dann wirklich formal konstituieren können nach dem Endergebnis. Und dann werden wir die nominierten Personen, die von den anderen Parteien nominierten Personen, zu uns in den Club für ein Hearing einladen. Weil diese Personen sollen dann auch unseren Abgeordneten, die dann in einer geheimen Wahl auch letztlich entscheiden, Rede und Antwort stehen. Jetzt hatten wir da drüben drei Fragen. Aber eine kurze Nachfrage jetzt nochmal zum Nationalratspräsidenten. Ihr Kollege Werner Kogler schließt ja sozusagen einen FPÖ-Kandidaten oder eine FPÖ-Kandidatin dezidiert aus. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Dass das tue ich nicht, richtig. Aber es kommt auf die Person drauf an. Dankeschön. Drei Fragen und zwar Thema Steuern. Schließen Sie generell Erhöhungen von Steuern, egal aus welchen Bereichen sie sind, aus für eine Beteiligung in einer Regierung? Ich habe gesagt, keine neuen Steuern und ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher haben diesbezüglich auch ein klares Votum abgegeben. Wenn ich mir überlege, dass der Kurs keine neuen Steuern, das hat, haben wir gesagt, sagt die ÖVP, schauen wir mal. Das ist ja in der Vergangenheit nicht immer so verlässlich gewesen. Und zumindest diesmal hat es auch die FPÖ gesagt, naja, dann würde ich mal sagen, ist das doch eine überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, die sagen, keine neuen Steuern. Dann werden wir auch das entsprechend auch berücksichtigen. Und ich bin froh darüber. Wie
zweite Frage, Sie haben ja ÖVP und SPÖ jahrelang vorgeworfen, Reform, unwillig, Reform, Unweg und nur Pfründe bewahrend und postenschachernd unterwegs zu sein, Kammern, Bildung, Föderalismus. Wie können Sie sich jetzt vorstellen, in einer Dreierkoalition mit 9% und 48% von ÖVP und SPÖ da trotzdem was zu erreichen? Schauen Sie, das ist jetzt genau meine Aufgabe, diese Reformen einzubahnen und einzubringen. Kein weiter wie bisher. Ich glaube nicht, dass SPÖ und ÖVP aus sich heraus diese Reformkraft zustande bringen. Ich denke, es ist unsere auch historische Aufgabe, diese Reformen zu bringen. Und weil Sie gesagt haben, auch im Bereich der Postenschacherei, wir haben klare Vorschläge gemacht, zu sagen, nicht nur im Was muss es ein neues Regieren geben, sondern auch im Wie. Dass man auch hier sich bekennt zu einem Arbeitsübereinkommen, das wesentlich mehr Transparenz liefert, als es in der Vergangenheit der Fall war und damit auch diese Hinterzimmerdeals ein Ende bereitet. Eine letzte kurze abschließende Frage noch. Sie waren ja schon einmal als NEOS in einer Dreierkoalition in Salzburg. Wie auch immer jetzt man den Erfolg da beurteilen möchte, haben Sie da entsprechende Erfahrungen gesammelt, die Sie jetzt einbringen können? Haben Sie diese Dreierkoalition als erfolgreich gesehen? Und ist es für Sie vielleicht auch ein kleines Warnsignal für eine Dreierkoalition auf Bundesebene? Also ganz ehrlich, natürlich ist es leichter in einer Zweierkoalition als in einer Dreierkoalition. Ich glaube, da braucht man jetzt keine Politikwissenschaftlerin zu sein, um das irgendwie zu dieser Erkenntnis zu kommen. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Ich möchte keine blau-schwarze Koalition in Österreich. Ich glaube aber, dagegen zu sein, ist einfach zu wenig. Du musst eine Alternative bieten, ja, auch mit einer stabilen Mehrheit, aber der Bereitschaft für Reformen. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, diese Reformen zu bringen. Wir haben in Salzburg gut regiert. Wir haben ein bisschen vergessen auf die parteiliche Strukturarbeit, wie man dann, glaube ich, gesehen hat. Aber daraus haben wir gelernt. Und wir regieren in Wien gut und haben schon ein Jahr, bevor überhaupt eine Wienwahl stattfindet, alle unsere 5 Koalitionsbedingungen erfüllt. Sie können das nachlesen. Also insofern haben wir genügend Erfahrung. Wir wissen auch, dass es schwierig ist. Aber wir trauen uns genau auch das zu, weil es schwierig ist. Weil wenn wir immer nur das tun, was leicht ist, dann gäbe es uns NEOS nicht in Österreich. Gut, ich glaube, wir hatten hier vorne noch eine Frage und dann die Frau Strebler vom ORF. Ja, die ÖVP hat ja vor der Wahl dezidiert eine Koalition mit Kickl für die Kickl-FPÖ ausgeschlossen. Seit gestern klang dieses absolute No-Go plötzlich doch nicht mehr so eindeutig. Man gab sich vage, das könnte natürlich reines Taktieren sein. Suggeriert die FPÖ nämlich die Möglichkeit, mit der FPÖ eine Mehrheit zu bilden, die ja gegeben wäre, dann geraten die anderen möglichen Regierungspartner, wie Sie etwa, unter Druck, Zugeständnisse zu machen. Wie schätzen Sie denn dazu die Lage ein? Also wissen Sie was, fragen Sie das einmal die ÖVP. Ich bin nicht Ihre Sprecherin der ÖVP. Ich glaube, ich habe auch klargemacht, was ich gut für Österreich finde, gerade auch in der wirtschaftlichen Situation, gerade auch aus meiner proeuropäischen Haltung und was meine Aufgabe ist, so wie ich sie sehe, über die nächsten Wochen. Und alles andere bitte fragst du die ÖVP. Das ist nicht mein Job. Eine letzte Frage, die Frau Stiebel vom ORF noch. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben allen Parteichefs ein E-Mail geschrieben. Gab es denn auch schon tiefere Gespräche mit irgendjemandem seit Sonntag, Telefonate? Nein, ich habe gestern frei gehabt, wie ich angekündigt habe. Und das habe ich habe am Sonntag, wie ich angekündigt habe, durchaus diesen Wahlerfolg gefeiert mit ganz vielen und gestern tatsächlich mir mal freigenommen. Und das war auch gut so. Ich weiß, Sie werden jetzt nicht sagen, aber gibt es ein Ministerium, wo Sie sagen, das wollen die NEOS unbedingt übernehmen, falls Sie in eine Regierung kommen? Darum geht es jetzt überhaupt nicht, sondern es geht jetzt darum, dass unsere Rolle und Aufgabe ist, diese Reformen zu bringen und diesen Druck auch zu machen. Und ohne Reformen wird es uns auch nirgendwo geben. Das hat überhaupt keinen Sinn, dann brauchen wir nicht weiterreden. Wir haben den Auftrag, das zu tun und das machen wir jetzt auch.